Hallo und herzlich willkommen hier auf fluchilda.de. In diesem Video schauen wir uns wiederum eine Schwingung an und möchten herausfinden, ob es eine harmonische Schwingung ist. Und zwar schauen wir uns hier dieses Federpendel an. In diesem Fall habe ich ein Federschwerependel, das also durch die Gewichtskraft sozusagen in der Schwingung gehalten wird, sondern wir nehmen jetzt ein Federpendel, hier drüben seht ihr das, und wir legen es in die Horizontale. Und damit es sich dann überhaupt noch in Schwingung versenden kann, brauche ich eine zweite Feder. Also ich habe ein System aus zwei Federn, die hier jeweils an festen Enden montiert sind. Und dazwischen habe ich ein Massestück, das ich als Schwinger benutzen kann. Da könnte ich auch ein Fähnchen aufhängen oder was auch immer, hauptsächlich erkennt das, was hier schwingt. Wenn es nur eine Feder wäre, wäre es ein bisschen schwierig festzustellen. Ich habe also zwei unterschiedliche Federn. Die haben unterschiedliche Federkonstanten, K1 und K2. Also das wäre die Federkonstante K1, hier K2. Manche benutzen dafür auch D. Ich bin einfach K gewohnt. Nun, wenn ich diese zwei Federn habe und verbinde, dann wird sich eine Ruhelage einstellen. Und in dieser Ruhelage, die ich hier jetzt mal in Punkten in Kennzeichen habe, passiert natürlich nichts anderes, als dass sich die Kräfte von diesen beiden Federn genau ausgleichen. Also, das sind natürlich Hooke'sche Feder. Das heißt, in dieser Lage ist F1 gleich K1 mal S, 0. Und F2 gleich K2 mal S0, die sind identisch. S0 sei die X-Koordinate an dieser Stelle, also bei der Ruhelage. Und diese zwei müssen natürlich gleich sein, weil wir hier eine Gleichgewichtslage haben und dieses, wie man das Gleiche ausdrückt, naja, wir müssen mit Vorzeichen arbeiten. Und wir wissen ja, diese Feder wirkt mit der Kraft nach links und diese wirkt die Kraft nach rechts auf das Massestück. Jetzt muss man sich wieder einigen, was ist positiv, was ist negative Richtung. Ihr kennt es vom Koordinatensystem, nach rechts ist positiv, nach links ist negativ. Das heißt, F1 geht nach links, das heißt, das ist eigentlich negativ. Also F1 ist minus K1 mal S0. Nun wollen wir das Ding in Schwingung versetzen. Dazu müssen wir es natürlich auslenken. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir es einfach in diese Richtung auslenken, also irgendwo hier hin und sagen dann, diese Strecke hier zwischen, das sei eben genau unsere Auslenkung S. Wir überlegen uns jetzt, was passiert eigentlich jetzt mit den Kräften? Naja, nennen wir es F Stern 1, wirkt natürlich immer noch in diese Richtung hier drüben, also minus, naja, K1, dann natürlich gleich, nur hat sich jetzt diese Strecke verändert. Wir haben hier S0 plus unsere Auslenkung S. Und F2 Stern. Nun K2. Und was passiert sonst noch? Naja, S0 von hier aus gemessen, aber minus S. F0 minus S. Der Weg hier, die Strecke, die Stauchung oder Streckung der Feder wurde kleiner, deswegen S0 minus S. Wir haben also diese zwei Kräfte, die in diesem Moment hier bei der Auslenkung S auf das Massestück der einwirken. Und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert eigentlich, wenn ich diese beiden Kräfte addiere. F1 Stern plus F2 Stern. Wir haben also minus K1 mal S0 plus S plus K2 mal S0 minus S. Also minus K1 S0 minus K1 S plus K2 S0 minus K2 S. Wir wissen jetzt auch von hier drüben, dass diese zwei Sachen hier, das K2 und S0 gleich sein müssen. Das heißt, das hier und das hier sind gleich, nur die Vorzeichen stehen nicht überein. Das heißt, diese zwei heben sich natürlich gerade wieder auf. Und wir können das hier zusammenfassen. Wir haben minus K1 S minus K2 S. Und wenn wir das zusammenfügen, sehen wir, es ist minus K1 plus K2 geklammert mal S. Und jetzt sehen wir, K1 und K2 sind Konstanten. Wir könnten also auch wieder schreiben, indem wir das zusammenfassen als D, minus
D mal S. Und wir haben herausgefunden, dass wir eine harmonische Schwingung haben, denn die rücktreibende Kraft gehorcht genau diesem linearen Gesetz F gleich minus D mal S, wobei D eine Richtkonstante ist. In dem Fall stehen nämlich genau K1 plus K2. Nun, den rechtlichen Weg kann man wieder genauso analog durchgehen, wie wir das gemacht haben beim Federschwerependel. Schaut euch das Video dazu genauer an, dann kommt ihr nicht wieder auf diese Formel. Das Einzige, was wir machen müssen, ist jetzt für G hier oben nicht K einzusetzen, weil es nicht nur eine Feder ist, sondern genau dieses schöne K1 plus K2. Und unsere Schwingdauer wäre also 2π mal Wurzel von M durch K1, K2. Nun, nicht allzu schwer, aber auch eine recht beliebte Aufgabe, weil es mal ein bisschen was anderes ist. Ausnahmsweise die Gewichtskraft natürlich keine Rolle spielt. Das heißt, dieses Pendel, wenn man sich das herstellen würde, dieser Oszillator, der würde auf dem Mond genauso schwingen wie bei uns hier unten. Lediglich die Masse hier zwischendrin spielt eine Rolle und natürlich die zwei Federn. Nun, danke, dass ihr hier bei uns reingeschaut habt auf www.hyrella.de. Verfolgt uns doch auch mal auf Facebook oder Google+ und bleibt uns gewogen.